Himmel, Herrgott, Sakrament, dass grad mir das passieren muss. Gerade ich muss so ein Pech haben. Gerade als ob es mir in der Wegschau bestimmt gewesen wäre. Was ist da denn passiert? Was hast du denn für ein Pech gehabt, dass du gar so aus dem Häusl bist? Was hast du denn für ein Pech gehabt, dass du gar so aus dem Häusl bist? Was ist da denn passiert? Was wird mir schon passiert sein? Nicht mehr und nicht weniger, dass ich als euer Sohn auf die Welt gekommen bin. Was? Na, ist das gar so was Schlimmes, hä? Ja, schlimm genug. Du bist jetzt ganz närrisch. Mir scheint selber, du bist nicht recht gut beieinander drum im Oberstüberl. Jetzt regt er sich darüber auf, dass er der Bub vom Furtwängler ist. Geht da was ab? Das ist ja das Kreuz. Dein Geld. Ach. Dein Fuß Geld ist schütterer, wenn mein Lebensglück zerstört ist. Wenn ich bis ins Alter als erlediger Depp rumlaufen muss. Ja, wer sagt denn, dass du das musst? Brauchst du bloß heiraten? Ja. Brauchst du bloß heiraten? Brauchst du bloß heiraten? Das ist leicht gesagt. Als ob zum Heiraten nicht zwei dazugehören. Und wenn's blöd läuft, manchmal sogar ein dritter. Also mit dem sautummer Geschwätz komm ich nicht mehr mit. Da bin ich mir nicht gescheit genug. Ja, ich auch nicht. Mit dem Mannsmann wäre noch ganz deppert. Entweder du redest es wie ein vernünftiger Mensch oder wir brechen den Tischkurs ab. So hat's keinen Zweck nicht. Nein, so hat's keinen Zweck nicht. Jetzt nicht. Und morgen auch nicht. Reden wir lieber von was anderem. Also jetzt möchte ich aber erst recht wissen, was dich so rabiat macht. Bist doch sonst der Mensch, mit dem man vernünftig reden kann. Sonst? Sonst, das mag schon sein. Aber jetzt, wo es drauf ankommt, ob ich weiterleben soll oder mir am nächsten Baum aufhängen, da ist das was anderes. Kreuzsackerer, nein, jetzt wärst du mir aber doch schon bald dumm. Raus mit der Sprache, ich möchte wissen, was los ist. Herein. Grüß Gott beieinander. Grüß dich Gott. Was willst du denn? Ich hab noch Fragen, wo ich noch bei der Bayerin beim Waschbügeln wieder helfen soll. Ja, was weiß denn ich? Bin denn ich Bayerin? Hm? Naja, ich hab ja nur gemeint gehabt. Da bleibst. Was ist denn? Was soll ich denn noch da? Mit anhören sollst, was ich meinem Vater zum Sagen hab. Was interessiert denn das Mädel da? Sehr viel interessiert es das Mädel. Weil nämlich sie die See ist, die ich hätte heiraten wollen. Was? Die Buchwieserburgel? Keine andere. Ja, ist das wahr? Ja, gern haben wir uns schon. Und der Hirs hat schon ein paar Mal gesagt, dass er mich heiraten möchte. Na, Geschmack hast du gerade keinen schlechten. Das kann man nicht sagen. Gefällt's dir die Burgel, hä? Ja, die gefällt gar manchem. Na ja, warum denn nicht? Dass der Buchwieser kein Geld hat, da kann er schließlich und endlich nichts dafür. Aber du kannst was dafür, dass du im Umkreis von 10 Stunden der reichste Mo bist. Hast nichts anderes du als gerackert und geschuft und Taler zusammengekratzt und zusammengescharrt, bis alle bei mehrer und mehrer geworden sind. Ist das vielleicht ein Unrecht gewesen? Wie man es nimmt. Kreuz Teufel noch einmal. Für wen hab ich denn gerackert und gespart, als wir für die, du Lalle, du Dummer? Und für die Schwester? Ich dank das nicht. Sag mal, lieber bei der Bub von einem armen Kloreisler als der Sohn vom reichen Furtwängler. Sag mal, verstehst du das blöde Geschwätz? Mei, eigentlich schon. So, Himmelherrschaft, seid noch mal. Dann bin ja ich das größte Rümpfig, was rumläuft. Denn ich versteh's nicht. Also gut. Ich war heute Vormittag bei der Burgel am Vater drüben. Ja. Ich hab mich in allen Ehren gefragt, ob er was dagegen hätte, wenn ich sein Mädel heirat. Da hat er mich ganz groß angeschaut und hat gemeint, das war schon recht. Ich tat ihm schon dauernd als Schwiegersohn. Aber. Na was? Aber. Ja? Er kann mir die Burgel doch nicht zur Frau geben, weil ich der Sohn vom reichen Furtwängler war. Denn er will nicht haben, dass seine einzige Tochter genauso unglücklich wird, wie er sein ganzes Leben lang gewesen ist. Denn er hat eine Geldi geheiratet, das Geld ist hiebern und der Satan von einem Weib ist ein Blim. Es gibt keine glückliche Ehe, nicht wenn der eine arm und der andere reich ist. Das tut kein gut, hat er gesagt. Ein sonderbarer Heiliger, der Buchwieser. Jeder andere Vater ist froh, wenn er seine Tochter unter den Tauben kriegt. Nur dazu unter so eine goldene Arm. Gerade er hat was zum Aussetzen drauf. Burgi, schick deinen Vater mal rüber zu mir. Ich muss mit ihm selber reden. Ich will aus seinem eigenen Mund hören, ob er im Ernst ist mit dem blöden Geschwätz. Das kann ich schon tun. Aber nützen wir jetzt nicht viel so wieder deinem Vater ein Kind. Wenn sie dir mal was in den Kopf gesetzt hat, dann bringst du es so geschwind nicht mehr raus. Da kannst du reden, so viel, wie du magst. Das werden wir noch schon sehen. Oh mein, wer wird das alles noch werden? Wir sind halt zwei unglückliche Menschen, Burgi. Also jetzt seid so gut und fangt alle zwei noch zum Wohnen an, bloß weil ich ein Geld hab. Für dich gut.
Tschüss. Für die Gutburgl. Denkt er heute, es hat nicht sein sollen. Wir werden schon drüber wegkommen, wenn es uns deswegen das Herz bricht. Das überlebe ich nicht. Herrschaftszeiten bin ich denn in einem Narrenhaus? Nein, das nicht. Aber narrisch kann man werden, wenn man sich beim Glück durch die Finger rutscht, wenn es dem Lupern geht. Sollst du das doch nicht gleich aus der Haut fallen? He? Wie es das magst, ist verkehrt. Hast nix? Da bist nix. Und hast du was? Na, dann das auch noch übernehmen. Geh, okay, Hansi. He? Aktien. Vater, das Kreisbladel. Na, da wird wieder was Gescheites drinsteht. Mei, ob was Gescheites drinsteht? Dass deine Wertpapiere seit gestern wieder um 20% gestiegen sind, steht drin. Geweihter. Ja, freilich. Da, schwarz auf weiß steht's in der Zeitung. Da, Vater. Ja. Schau. Aachener Lebensversicherung, Amberger Ziegeleiwerke. Bodenkreditanleihen, oh, Sakra, Sakra, sind da hinaufgeruppelt. Jetzt wärst du noch bald den Hochwald am Storbel drum kaufen können, auf den du schon so lang spitzt. Freilich spitze ich schon lang drauf, gerade weil er zwischen unseren Grundstücken steht. Und ich kann da meinen Sepp heiraten, gell, Vater? So, meinst du? Na ja, freilich, warum denn nicht? Der Sepp bringt ein schöner Batzen Geld mit in ihn, eine schöne Sache da auch. Ja, und ich komm ja schließlich auch nicht mit Lehre hin. Na ja, kam schon schön Geld zusammen. Wenn's du und der Sepp vom Bimslechner Ball werden, das. Aber meinst du, es ist richtig, dass Geld wieder zu Geld kommt? Ja, freilich, warum denn nicht? Ja, aber der Reichtum ist doch eine Erfindung vom Teufel. Und Geld hat noch niemals ein Glück gebracht. Also, wer sagt denn sowas? Na ja, wer denn schon, als wird er. Wer? Ach, geh, red mal von was anderem. Also, du bist aber echt spaßig, Vater. Sind Kirche gefordert? Ach, schon lang. Da sagst du am Lenz, er soll einspannen, wir fahren auf. Und jetzt Kirche noch mit so einer Nachkirchweih. Wirklich, Vater? Weil, da wird's halt nur lustig. Oh, darf ich auch mit, Vater? Na ja, wenn's recht schön bitzt. Mm, bitte, Vater. Na, von mir aus. No, zeig dir an. Wer gleich klingt sein. Ist der letzte eingefallen hat, dabei bin ich lang fertig. Bin gleich wieder da. Wenn's zu der Gaudi geht, da ist mein Dirndl gleich dabei. Da brauchst du nicht lang bitten und nicht lang kommentieren. Ah, da bist ja. Grüß Gott, Furtwängler. Mein Mädel hat gesagt, ich soll zu dir umschauen. Ja, richtig. Na, komm da rein. Na also, was gibt's? Na ja, jetzt hockt jetzt erst einmal hin. Und dann horchst zu. Ja. Bin immer gespannt, was da rauskommt. Es ist ja wohl bekannt, Buchwieser, dass mein Hirsel dein Burgel gern sieht. Und dein Burgel mein Burm auch. Ah, das kann schon stimmen. Na ja, und wenn sie zwei junge Leute gern haben, dann möchten sie schließlich unendlich heiraten. Das ist einmal der Braucher so und wird auch so bleiben. Ja, da geht's alles hinaus. Sagen wir schon gleich, na. Wieso sagst das du, na? Ja, weil ich nicht mag. Und wenn ich nicht mag, dann kannst du mich nicht zwingen. Und wenn du 10-mal der reiche Furtwängler bist. Jetzt bleib doch da. Dann hat der Hirsel recht gesagt, dass du die Einwilligung bloß deswegen nicht gibst, weil ich ein Geld hab und du nicht. Ja, ich hätt's nicht besser sagen können. Weißt du, ich hab als armer Teufel ein reiches Dirndl genommen, aber das hat nicht lang gut getan. Ein Unglück nach dem anderen hat mich getroffen. Das Geld ist aber weniger geworden und der Teufel in meinem Weib aber größer. Was ich seitdem durchgemacht habe, na, das möchte ich meinem Mädel und deinem Buben nicht wünschen. Das muss doch nicht immer so sein wie bei dir. Es geht aber immer so. Geld bringt Unglück. Das ist doch nicht dein Ernst. Und warum nicht? Weil er das uns für einen kompletten Narren halten müssen. Für was du mich hältst, das ist mir wurscht. Na, dann ist mir auch wurscht, dass aus meinem Burm und deinem Dirndl ein Paar wird, oder nicht? Ja, das muss da auch wurscht sein. Ja, das ist mir auch wurscht. Na, da passt's ja. Ja, da passt's. Also, was Blöders hab ich doch meiner Lebtag noch nicht gehört. Gibt der Notnickel der Sauertöpfische sein Dirndl am Burm nicht, bloß weil wir ein Geld haben? Fast wieder gelauscht, hä? Was ja laut nur. Na und? Stinkt er dir vielleicht auch, dass wir ein Geld haben? Das schon. Stolz bin ich. Nicht, weil wir reich geworden sind.
Obwohl wir das sein könnten. Immerhin haben wir uns alles selber erarbeitet. Ja. Stolz bin ich, weil wir uns selber nur so gut sind. Hm. Weil wir alle nur. Resal! Der Schorsch. Ja. Da kommt der Bimslehner mit seinem Sepp. So. Das Mann hat was zu bedeuten, ha? Was das zu bedeuten hat, das kann man schon denken. Siehst du, der eine ist gegangen, weil er Geld hat. Und der andere kommt aus dem gleichen Grund. Grüß Gott, Benand. Grüß Gott, Benand. Beieinander. Grüß Gott, ja. Ja, geh. Nehmt ein wenig Platz. Können wir machen. Können wir machen. So, jetzt die. Jetzt werdet ihr jetzt wissen wollen, deswegen was wir kommen. Mein Sepp und ich. Das ist ja so. Mein Sepp und euer Moni haben sich in den Kopf gesetzt, sie möchten ein Paar werden. Was sagst jetzt du dazu? Na ja, meinen Segen haben sie. Ja, na also. Dann ist alles in schönster Ordnung. Wo ist denn die Moni? Die zeigt sie gerade an. Seht die. Aber ich muss ja doch sagen, dass wir Brautleute sind. Ah, jetzt warte noch ein bisschen. Du hast also die Moni wirklich gern. Zum Fressen. Und du darfst das auch heiraten, wenn sie ein Armsdirndl war und nicht die Tochter vom reichen Furtwängler. Ja, ich schon, ich. Na ja, und wie stehst du dazu? Okay, von sowas redet man doch gar nicht. Wir selbst heiraten doch nicht das Geld, sondern die Moni. Ja, genau. Ja? Außerdem haben wir Geld selber genug. Heide, wir selbst können sie sogar leisten, bloß aus Liebe zu heiraten. Ja, das ist ja gut, ne? Also ich gebe meinem Sepp 50.000 Mark mit, vorläufig. Mhm. Später kriegt er sowieso das ganze Sache. Ja. Aber wie steht's mit eurer Moni? Ja, die steht nicht viel zurück hinter dem Sepp. Freilich, 8.000 bis 10.000 Mark kriegt's. Ist das ein Witz? Das ist kein Witz. 10.000 Mark ist ein schönes Geld. Und besonders wie bei euch, die nicht drauf anstehen. Ja, schon, aber. Na ja, was der Sepp doch aus Liebe heiratet. Ja. Ja, das tue ich schon, aber. Deswegen verachte ich doch das Geld nicht. Nein. Ich mein, da musst du ein bisschen was drauflegen, hä? Na ja, dann sagen wir halt 20.000, ne? 30.000? Ja, meinetwegen 30.000. Abgemacht! Moni? Moni? Komm geschwind runter! Was ist denn? Wir haben alles glatt gemacht. Du kannst deinen Sepp haben. Was, Sepp? Jesus, Moni, wir sind ja auf die Hochzeit frei. Ja, ja, da werden sie schon noch alle 4 Wochen warten müssen, gell? Was? Was? 4 Wochen? Ah, das ist eine Schinderei. Und 4 Wochen lang warten lassen, ja, geht denn das nicht eher? Ja, wir müssen doch die Aussteuer noch fertig machen. Du kannst uns doch danach auch noch geben, gell, Moni? Ja, freilich. Ja, sitz dich. Das Notwendigste ist jetzt ein Bett statt. Hab ich nicht recht? Ja. Ja, jetzt gehen wir. Jetzt geht's nur zur Mutter rum und stellt euch als Brautleid vor. Komm, stellen wir uns als Brautleid vor. Vierte, Furtwängler. Vierte Bayerin. Vierte Furtwängler. Vierte Bayerin. Sehr gut, ja. Und bei den 30.000 bleibt's, gell? Weile bleibt's dabei. Ja, ist gut. Führt euch. Jetzt gehen wir ein, du gehst dazu. Der hat seine Einwilligung bloß gegeben, zwingst am Geld. Ach was? Hast du doch gehört, dass ein Bues Mädel bloß aus Lieb heirat? Ja, meinst du? Und ich sag dir, wenn ich heute kein Pfennig Geld mehr hätte, der Verspruch zwischen den zwei gegangen zurück. Geht zu, was du zusammenspinnt, das siehst. Was ist denn das? Hm? Wirkst du nix? Ja, wir von was anbrennen. Yes! Jesus, nein! Moni wird doch nicht das Spiegeleisen! Und ich wette, wenn ich den Bimslechen auf Probe stelle. Naja, das ist ja schon ein bisschen. Na, der Spezi! Was spielt das? Siehst du, studierst denn? Der Zwickei! Haben die deine Schaf geärgert? Oder willst du mir wieder ein Geschäft vorschlagen, bei dem bloß du was verdienst? Ja? Wirst du mich wieder hinstellen darfst? Ah, ja. Als wenn ich einen alten Spezi bescheißen kann. Ja, 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 ja. Nein, nein.
Auf einen Schnaps wollte ich mich einladen und dir. Oh, da danke, aber fein. Na, hab dich hin. Was hast du spielt das jetzt? Ah, über die damischen Menschen denke ich nach. Siehst du, der eine gibt seinen Buben, meinem der andere, weil er Geld hat. Und der andere gibt seinen Dirndl, meinem Buben nicht. Gerade weil er Geld hat. Das ist verrückt. Also, das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ob sie das Spiel dran tat, weil ich kein Geld mehr hätte. Was? Ja, ich meine, dass der Bimslächer mit seinem Sprössling von der Heirat zurücktreten tat und der Buchwieser mit seinem Dirndl einwilligert. Also, um das zu erfahren, da brauchst du bloß dein ganz Geld verspekulieren. Ja, freilich. So neugierig bin ich auch wieder nicht. Du, das war ein teurer Spaß. Ich meine nicht in Wirklichkeit. Ich meine gerade für die anderen. Für die anderen? Ja. Ich soll also bloß so tun? Freilich. Das ist der blaues Wunder, ihr Lieben. Du. Das ist ja eine famose Idee. Ja, das mache ich. Ja. Heute noch bin ich ein ruinierter Mann. Du, da lässt mir vorher noch 10 Mägel. Ja. Weil ich bin sozusagen ein fortgesetzt ruinierter Mann. Bei mir ist das schon chronisch. Ja, ja. Von mir aus. Du hast deine 10 Mägel. Aber du musst mir helfen. Als erstes bringst du ihm die Nachricht von meinem Ruin schonend bei. Auf welche Weise hast du denn dein Geld verloren? Tja, was war denn das besser? Na, nein. Tja. Ha! Ausgeraubt haben's die! Ach, geh Blödsinn. Dann kommt Polizei und der ganze Schwindel ist aufgedeckt. Nein. Dann lass mal der Bank verkrachen. Ach, geh, das geht doch auch nicht. Geh, man hört doch jeden Tag, dass ein Banker mit den Depots durchbrennt ist. Naja, das schon, nicht? Aber. Sie erfahren es ja doch gleich, dass das nicht wahr ist. Nein. Das Beste ist doch, ich hab mein ganzes Geld durch eine Spekulation verloren. Gratuliere! Ja, du, dann spreche ich dir mein tiefstes Beileid aus. Danke. Ja. So, und jetzt gehst du. Ja. Und dass du mir fein schweigst. Natürlich schweige. Aber du, wo ich sehr schweigen soll. Wir müssen das vielleicht schon noch einen Zehner drauflegen. Ich meine, schweige geht. Ja. Da hast du noch einen Zehner. Danke dir. Aber die Flaschen da, die lass da, gell? Ja. Fast leer wie immer. Ja. Schöschi, nimm das nicht allzu sehr zu Herzen, dass du jetzt so armer Teufel bist. Nein, das vierte. Servus. Das ist eine Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Vater! Ja! Vater! Ja! Sag mal, was ist denn? Es ist doch schäbig lang eingespannt. Eingespannt? Ja, wieso ist denn eingespannt? So eine Frage. Du wolltest doch lieber auf Holzkirche auf die Nachtkirche bei. Ich auf Holzkirche? Zur Nachtkirche? Freilich? Da war ich gerade in der richtigen Stimmung. Ja, wieso denn auf einmal? Boah, das Unglück verfolgt mich. Du redest aber gespeist, der Herr. Jeder redet so, wie er ihm ums Herz ist. Und mir ist halt ganz hundsmiserabel ums Herz. Ja, warum denn? Ach, fragen mich, Bub, dräng mich nicht. Jeder muss es allein ausmachen und ich muss mir die Suppen, die ich mir eingebrockt hab, allein auslöffeln, nicht wahr? Kannst jetzt vielleicht ein bisschen deutlicher werden? Aus ist, Bub, gar ist. Vernichtet bin ich, ruiniert bin ich, Bub. Was? Ja. Du bist was? Ja. Ja. Was heißt das? Das heißt nicht mehr und nicht weniger, als dass ich vor 5 Minuten vom Postboten ein Schreiben aus der Stadt gekriegt habe,
wo mir die Bank mitteilt, dass ich mein ganz Vermögen verloren habe. Dass wir den Kredit gekündigt haben, weil ich falsch spekuliert habe, nicht? Was? Ja. Ja, Bub, die Papier, du, die Saupapier. Nachher sind wir uns jetzt arm. Ja, arm. Arm, sehr arm, sind wir, Bub. Gott sei Dank, Vater! Ja, dann kann ich jetzt die Burgel heiraten. Jetzt wird der Burgwieser gewiss nichts mehr dagegen haben. Nein, jetzt gewiss nicht mehr. Ich will gleich rüber und will's ihm sagen. Jetzt wird sich die Burgel freuen. Was ist denn los? Der Vater hat sein ganzes Geld verloren. Heilige Mutter Gottes! Bitte schon, Vater, sag, ja, dass das nicht wahr ist! Ja, Mar, jetzt weht ein anderer Wind. Aus ist mit dem guten Leben, ja. Aber Vater, was wird denn dann aus meinem Sepp, wenn wir nichts mehr haben? Der Sepp? Ja, der wird sich nicht viel draus machen. Der heiratet doch aus Liebe. Ne? Ja, das schon, aber das ist ja furchtbar. Ja. Das ist ja ganz schrecklich. Der Sepp, das ist ein guter Mensch, ein braver Mensch, nicht wahr? Der nimmt dir, wenn du nichts mitbringst, in die Ehe. Ja, gesagt hat das, aber ich hab Angst, Vater. Jetzt, wo du ruiniert bist. Ja, völlig ruiniert. Ja. Was ist, Vater? George, was hör ich da? Du bist ruiniert? Hast du wieder gelauscht? Nein, gerade jetzt hör ich's. Mutter, das überlebe ich nicht. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Das gehört mir, das hat passieren müssen, gerade mir. Hab mein ganz Lebtag nichts Unrechts da auf der Welt, nicht, Vater im Himmel, dass du mir die Heimsuchung geschickt hast. Gottes Willen, ja. Ja, sag einmal, wie kann denn sowas geschehen? Ja, verspekuliert hab ich mich, nicht? Und alles ist hin? Alles. Oh mein Gott. Ja, dann sind wir bettelarm. Bettelarm. Mutter, das überlebe ich nicht. Ja, aber Vater, na? Wir haben doch gerade vorhin im Kreisblattl gelesen, dass deine Wertpapiere in die Höhe gegangen sind. So, haben wir das gelesen? Ja, freilich, die Bodenkredit oder wie das Papier heißt. Du weißt schon, was ich meine. Die sind doch ganz sakrisch aufgegangen. Ach so, ja. Ja, das ist schon richtig, das stimmt schon, nicht? Aber von den anderen Papieren, nicht, die über die Nacht so sakrisch runtergesaust sind, dass sie überhaupt nicht mehr der Fahrer kennen, nicht? Von denen weißt du nicht. Hast denn du solche Papiere auch? Ja, leider. So viel, dass ich die Stuben damit austapezieren konnte. Mehr sind sie nicht mehr wert, nicht? Na ja, wenn ich die Bodenkreditanleihen noch gehabt hätte, dann wäre es ja nicht so schlimm geworden, nicht? Aber von denen habe ich ja bloß nur zwei Stück. Jesus, so ein Unglück. Aber Vater, ja? Der Hof, das Anwesen, das ist doch nicht kaputt. Das gehört doch noch allerweit dir. Kein Sturm mehr gehört mir, alles verpfändet. Ja, wie gibt's denn das? Ja, weil ihr Geld gebraucht habt zum Spekulieren, nicht? Mit meinem Bargeld hätte ich keine großen Sprünge machen können, nicht? Aber so ein paar Tausender sind ja auf der Börse mit der Spekuliererei furt, bis die umdrehst, nicht? Ja, und da ist mir halt nichts mehr anderes übrig geblieben, als ihr Geld aufs Anwesen aufgenommen habt. Und das war noch auch gleich hin. Jetzt gibt's für mich nur noch einen Ausweg. Welchen? Ein Mühlbach. Oder ein Strick. Oder ein scharf geschliffener Revolver. Vater! Bloß jetzt einen Mord nicht verlieren. Nein. Jetzt heißt einfach einen Kopf umhalten, ja, und wieder ganz von vorne fangen. Ja, ja. Mit Gottes Hilfe, ja, werden schon wieder gerecht werden. Ach, Resal, du bist so eine gute Frau. Ich danke dir sehr. Du auch. Ja. Ja. Grüß Gott. Ja, Furtwängler, was habe ich da hören müssen? Ja. Mit deinem vielen Geld ist Essig? Ich habe mein ganz Geld verloren. Ja, dann sind wir uns schon einig. Ja. Burgel, der Hirs gehört dir. Der Vater hätte uns keinen größeren Gefallen da können, als sein Geld zu verspekulieren. Ich danke schön für den Gefallen. Aber es ist doch schade um das schöne Geld. Das finde ich auch. Ah, was? Das Geld ist nie schade. Das Geld hat erst Unglücks, Elend und ein Jammer in die Welt gebracht. Ach, was?
Aber bloß für diejenigen, die es nicht richtig angewendet haben. Für alle anderen war es zum Singen. Also ich hab's immer richtig angewendet. Das kann mir der Wirt vom Landrüm eigenhändig bestätigen. Ja. Ja, das schon. Ein Buchwisser, wir zwei sind also im Reinen, ja? Ja, Furtwängler, weil jetzt stehen wir auf gleich. Ja. Ach, so ein Glück, ich hätte mir nie gedacht, dass das so schnell gekannt. Ja, seid ihr denn hier vernagelt? Mir tut nur dein Vater leid. Okay, warum hat er denn so saudum spekuliert? Ja, jetzt ist schon mal geschehen, da kann man nichts machen. Ja. Komm, Burgl, wir müssen mal wieder heim. Für Gott beinand. Vierti, hier ist. Für die gute Mädel. Mann, komm ich rüber zu dir. Ich muss jetzt wohl oder übel ans Kochen denken. Ja, was willst du denn kochen? Für Bettelleiter ist nur schmal Hans Koch. Aber vielleicht schaust du nach, ob's denn vielleicht noch ein paar Topfenkaserl findest, nicht wahr? Mehr leid's uns ja jetzt nimmer, nicht? Ich schau, was ich noch find. Na, jetzt ist sowas. Also mit den Topfenkaserl hab's für ich gar nicht so, das muss ich schon sagen. Jetzt wirst du halt mal Arbeit umschauen müssen, nicht? Ich? Ja. Aber warum denn das? Ja, was willst du denn auf dem Hof? Der eh nicht mehr mir gehört. Ja, arbeiten halt. Ja. Ob ich da oder woanders für fremde Leute, aber das bleibt sich doch gleich. Ja. Ich weiß nicht, ob dieser gut wird. Da setzt dich leicht im Gespött von den Ehalten aus. Ich weiß schon, wir sind da dein Buckel duscheln. Ne? Der reiche Bauernsohn von einer dazu mal. Jetzt ist er auch nicht mehr als wir uns eins. Dazu hast du auch schuften und racken für einen jeden windigen Groschen. Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, der Zwicker hat recht, so wird's kommen nicht. Na ja, dann wirst du halt woanders um eine Arbeit umschauen müssen. Die paar Pfennig, wo ich dir noch geben kann. Nicht? Na ja, wenn's du meinst, dann versuche ich halt mein Glück. Ja. Irgendwo werde ich schon Arbeit finden. Ich habe jetzt zwei gesunde Arme, die kann man überall brauchen. Ja. Jawohl, das ist brav und christlich denkt. Ne? Und vernünftig ist auch. Ja. Was hab ich her müssen? Ja? Du kommst auf Gant? Ja. Bis alles zahlt ist, wird so viel wie nichts mehr übrig bleiben. Ja, aber was soll denn damals denn jetzt wohl da werden? Ja. Was wohl? Ne? Heiraten werden's, was denn sonst? Freilich, bei uns war zu nichts geändert, gell, Moni? Nein, nicht das Geringste. Na, so haben wir nicht gewickelt, gell? 30.000 Mark sind ausgemacht. Ja, woher soll ich die 30.000 Mark nehmen? Und die zwei stecken ja gar nicht aufs Geld an, nicht? Die heiraten sich doch aus Lieb, nicht? Naja, das ist recht und gut, aber auch die Liebe hat ihre Grenzen, ne? Ja. Also, geh weiter. Komm, geh mal. Oh. Geht's schon? Oh. Jetzt geht's schon. Ja, aber da oben. Geht's schon. Ja. Das liebe Geld, es reißt die Menschen die Seele von innen nach außen. Da siehst du das, ne? Was sagst du? Da lernst du das Kind, den ich guten Freund. Der Teufel soll es holen, die guten Freund. Und das liebe Geld. Ja. Möchtest du einen Schnaps? Ja, ich weiß. Na, komm mit. Ja, wenn's viel Freund hast, dann musst du viel Geld haben, weil hast du mal. Keins sind's da hier, deine Freund. Alles amt und du bleibst allein. Was brauch ich viel Freund, wenn ich einen hab, der wirklich zu mir hält? Das ist ein Freund, dem ich alles sag, mit dem wär ich alt. Thank you.
So richtig gemütlich schaut's bei uns aus. Unsere schönen Amöben haben sie uns ja alle weggenommen. Also ich hab das bis heute nicht begriffen, wie das alles so schnell hat kommen können. Vor ein paar Wochen noch die Reichsten auf Stunden im Umkreis und heute nicht mehr als wer Bettelleid. Wie tust du gerade du leid, Moni? Schau, der Hirs und die Burgl, die haben sie nicht irre machen lassen. Die haben frisch drauf losgeheiratet. Siehst du das, Mama? So was heißt man wirklich aus Lieb heiraten. Ja, aber der Sepp hat die doch auch gern gehabt. Ja, am Sepp ist nicht gelegen. Sein Vater ist der Ruch. Aber freilich, wenn der Sepp ein gescheites Mannsbrot war, dann war es auch anders. Aber so, er traut sich nichts gegen seinen Vater sagen. Naja. Der Herrgott wird schon einmal wieder einsehen, komm mit uns. Der Vater! Grüß dich, Gott, Vater! Ja. Bist du jetzt endlich zurück aus der Stadt? Ja, was hätte ich denn drinnen noch da sollen? Nicht? Auf der Bank haben sie mir meine Aufstellung gegeben. Nicht bloß, dass ich mein ganz Geld verloren hab. Ich muss auch noch eine schwere Differenz draufzahlen. Der Hof gehört nicht mehr mir. Nee, wir haben sie eh schon geholt. Nix wird mir übrig bleiben. Das ist ja schrecklich. Das kommt bloß von der Blutspekuliererei. Für sowas bist du nicht gescheit, nur Schorsch. Für sowas muss man mit allem Wasser gewaschen sein. Ja, das sehe ich jetzt selber so ein. Leider ein wenig spät. Ja, jetzt ist schon wie es ist. Schau, jetzt noch am Essen. Und ich gehe in den Stall. Ja, was gibt's denn heute zu essen? He? Was wird's denn schon geben? Kartoffel heute, halt, alle Tag. Kartoffeln, nix wie Kartoffeln. Warum denn nur grad? Wir haben nur Viecher draußen im Stall und Hähnerlauf fahren nur rum am Hof. Ja, wusste du vielleicht am fremden Hab und Gut vergreifen? Wie oft soll ich euch denn noch sagen, dass kein Sauburschen und kein Hähnerfeder mehr uns gehört auf dem Hof? Seid froh, dass ihr noch ein Dach über dem Kopf habt. Wer weiß, wie lang das noch dauert. Geht's lieber in den Garbert? Ja, da kann man seine Freiheit schon verlieren. Und alles bloß wegen deiner saudammischen Spekuliererei. Ja, ja, da hast du schon recht, Moni. Ja. Kartoffeln, ja. Da ist mir ein schöner Schweinsbraten schon lieber. Und wie der Duft. Der Duft. Der Schweinsbraten. Und dazu eine gereicherte Blutwurst. Und ein Drum Käse. Ah. So, das ist die Wurst und der Käse. Dann lasse ich die schönsten Kartoffeln hinten. So, jetzt werden wir mal schauen, wie das schmeckt. Ah, ja. Oh. Halt. Das Geld muss ich erst aufgeben. Das ist die Hauptsache. So. 2000 Mackel. Ein gefundenes Geld, weil die Laura-Aktie um 15% aufgegangen ist. Nein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, was ist jetzt das? Da haben sie mir in der Bank einmal 100 dazu gegeben. Ah, recht. Na, wenn ich wieder reinkomme, dann bringe ich den 100er zurück. Das Unglück wird nicht das Größte sein. So, aber jetzt. Gott sei Dank. Ja, Kartoffeln, ja. Kartoffeln, ja. So, jetzt. Herein, wenn es sein muss. Grüß Gott, tritt ein, bring Glück herein. Na, was wärst du schon für ein Glück bringen? Weiß was? Ja. Ja, was? Ja, wie schaut's denn da aus? Schön, gell? Nebi hab ich in der Stadt eingestellt. Damit die Armut bei uns mehr in Erscheinung tritt. Ein Hupp ist schon.
Du, das schaut dir richtig armselig aus. Aha. Direkt zum Barber. Ja. Du, und deine Leute, die fangen schon an, mürb zu werden. Ich freue mich bloß auf den Moment, wenn sie alle kommen und sagen, yes, dass wenn wir bloß wieder ein Geld hätten. Ohne Geld ist nichts im Leben. Das meine ich, kann immer lang dauern. Naja, ganz wach sind sie noch nicht, aber das kommt schon. Jetzt werden sie am eigenen Leib spüren, wie es ist, ohne Geld auf der Welt. Ja. Ich weiß das schon lang. Du, Schöschi, sag ich mal, kannst du mir nicht einen Fünferpunkt auf? Bin du selber bettelarm, nicht? Ich wollte jetzt gerade die anpumpen. Also, Schöschi, geh. Also, gar so echt brauchst du deine Rolle als ruinierter Mann von mir auch nicht spielen, weil deine Armut war meine Idee. Unsere Idee. Da, hast deine 5 Mackel. Danke schön. Du, Zwicker, ja? Im Kasten drin rechts ist eine Flasche und ein Glas. Geh, bring mir's her. Ja, freilich. Sabalot! Den ruinierten Mann liebst du aber nicht schlecht. Das glaubst du, gell? Was denn, gell? Ja, freilich. Jetzt ist das. Das, wenn der sieht, dass ich da so. Na. Kaltes Blut! Ach so, du? Ja. Grüß Gott, mein Hans. Ja, ist ein grüß Gott. Ich komm wohl nicht klingt. Bis grad beim Essen. Ich? Na, ich nicht. Der Zwicknagel, ja, wie kann man denn nicht so was leisten, nicht? Ach so, das ist ein Zwicknagel, sei so. Ja, hast denn du eine Erbschaft gemacht? Na, gerade ein kleines Geschäft hab ich gemacht. So, so. Ja, soll ich nicht schmankeln? Möge die auch mal haben. Das kannst alles ums Geld kriegen. Nicht, aber du bist ja bis jetzt auf dem Standpunkt gestanden, dass man ohne Geld glücklich und zufrieden sein kann. Ne? Ja, das sag ich ja heute noch. Wenn er dir jetzt 1000 Mark schenken darf, du darfst das nicht einmal annehmen. Ja, nehmen darf ich schon. Ja. Aber ob ich deswegen glücklicher und zufriedener war als wir jetzt, ja, wo ich die 1000 Mark nicht hab, das glaub ich nicht. Sau dummes Geschwätz, sauf mir nicht meinen ganzen Wein weg. Aber ich muss ja. Vater, ja? Komm zum Essen. Kartoffeln sind fertig. Ja, du, ich hab jetzt gar keine Zeit. Ich muss geschwind zum Bürgermeister um mich. Ne? Okay. Ja? Muss doch was essen. Ach, später. Und was ist mit euch zwei? Wo Kartoffeln könnt ihr auch haben, wenn ihr mithalten wollt. Ja. Also, Erdäpfel. Ja. Also, ehrlich gesagt, ich hab eigentlich gar keinen Hunger mehr. Komm! Hau! Für dich. Was denn jetzt euch? Ja, also. Bist du da? Für mich, wenn du ein paar Kartoffeln hättest. Ja, wenn du zufrieden bist damit, Buchwieser, geh mit den Kind. Ja, ich weiß schon, gell. Ich mein, solange mein Burgel noch daheim war, da ist alles noch gegangen. Also wir haben immer noch so viel gehabt, wie wir gebraucht haben. Ach, das glaube ich schon. Weil Burgl für gleich gewaschen hat und weil sich der Post drin bedient hat. Von was hätte es uns gelebt? Da sitzt du her. Du hast doch gemeint, das Geld von deiner Frau gelangt ewig. Also, sei mir nicht best, Burgl, aber zum Arbeiten hast du erst angefangen, wenn deine Frau schon gestorben war. Na ja, also. Da sitzt du her und lass dir schmecken. Ich bin gleich wieder da. Vergeht's gut. Das muss ein Kandidat sein. So, jetzt werde ich mal den Sonntagsrock von meinem Schorsch inspizieren. Wer weiß, was da alles zum Vorschein kommt. Ab jetzt spiele ich auch mit. Ich hab das Rollen hier im Bad gesehen, das war schön. Da kommen Wadel ziehen, rund und schön in die Wasser. Oh.
Und wenn sie ungeschickt tief sich bückt, so sieht man bei einer Frau ganz genau. Oh. Ich hab das Fräulein Helene. Ja, da schau her, Herr Stachelbär. Moni! Monal! Da kommen wir, warten Sie ihn rund und schön im Wasser stehen. Oh. Und wenn Sie ungeschickt. Sieht man bei einer Frau ganz genau. Was ist denn da los? Ich bin los. Das heißt, ich hab mich gerade von meinem Vater ein bisschen losgeist. Und? Ja, ich bring dir eine Neuigkeit. Hast du deinem Vater widersprochen? Jetzt sei halt nicht so. Mein Vater hat gesagt, aus Liebe darf ich jede heiraten. Aber haben wir's was. Das ist nix Neues. Ja, er hat gesagt, wenn es bloß ein paar tausend Mägel hätten, dann wäre er schon zufrieden. Aber gar nix. Wenn's jetzt du zum Beispiel, sagen wir mal, 4000 Mark hättest. Ja, verstehst? Dann kann da nichts mehr dagegen haben. Und woher soll ich 4000 Mark nehmen? Ja, das ist ja. Hast du ihm nicht gesagt, dass er sein Wort halten muss? Alles hab ich gemacht. Sogar einen Herrn Pfarrer hab ich ihm heute auf den Hals gehetzt, dass er ihm einheizt. Und? Ich weiß noch nichts, weil wie ich zu dir gegangen bin, war der Pfarrer noch bei ihm. Oh, mein, der Pfarrer. Monal, und ich lass nicht von dir. Geht's, wie es mag. Chef! Was tust denn du schon wieder da herin? Du hast ja gar nichts zum Suchen. Oha, der Grieshofbauer. Der Sepp und ich, wir sind versprochen. Daran kannst du auch nichts ändern. Lass mich los, Sepp. Ich hab mit dem Mädel was zum Reden. Das darf ich wohl auch wissen. Ich sag dir bloß, du sollst gehen. Geh nur, Sepp. Ich hab auch mit deinem Vater zu reden. Gut, ich geh. Aber bloß, weil sie mich bitt hat. Mach die Tür von außen zu! Jetzt bin ich aber neugierig, was du mit mir zum Reden hättest. Das wär's gleich hören. Mhm. Bisher haben die Grieshofbauern immer gehalten, was versprochen haben. Ihr Wort war einer heilig. Jawohl, das stimmt. Bloß du machst eine Ausnahme. Pass auf, was du sagst. Hast du dein Wort gehalten und dein Versprechen eingelöst, dass der Sepp und ich heiraten können? Es waren andere Umstände. 30.000 Mark Heiratsgut war ausgemacht. Hast du nicht immer gesagt, wir sollen bloß aus Lieb heiraten? Das Geld war nicht wichtig. Man sagt viel, wenn der Tag lang ist. Siehst du das, Bimslechner? Jetzt habe ich dich genau da, wo ich dich haben wollte. Du hast auf falsches Spiel gespielt. Du, überleg dir, was du sagst. Das habe ich mir überlegt. Beweis das Gegenteil und setz die Hochzeit vom Sepp und von mir um. Ich werde mich hüten, ein Fräulein habe nichts in mein Haus aufzunehmen. Gut, dann sollte ich ganz genau erfahren, dass man auf das Wort vom jetzigen Kirchhofbauer nichts mehr geben kann. Ja, ich glaube, du, der Pfarrer, steckst zu einer Dicken, hä? Das ist nicht notwendig. Auch jeder denkt so wie ich. Abos. Jawohl. Du hast mich vor der ganzen Gmor blamiert. Da wird das Gericht wohl auch noch ein Wörtel mitzureden haben. Jetzt pass auf, lass mal ein vernünftiges Wort mit dir reden, setz dich her. Ich geb dir 1000 Mark, wenn du die Geschichte ruhen lässt. 1000 Mark, dass ich nicht lach. Naja, vielleicht ist dein eher nicht mehr wert. Meine ist nicht so billig. Also gut, mein letztes Wort, 2000 Mark. 4000, nicht mehr und nicht weniger. Fährt dir gut? Fährt dir gut, Grieshofbauer. Überleg das. 2000 Mark sind für dich und deine Eltern ein schöner Batzen Geld. Das ist schon überlegt. 4000 oder gar nicht. Das ist Erpressung. Meinst du? Ich will dein Geld doch gar nicht. Mir ist doch viel lieber, das Gericht nimmt Sache in die Hand. Dann springt sicher mehrer für mich raus. Und du gibst mir das schriftlich, dass du freiwillig verzichtst? Das kannst du haben. Ist gut. 4000 Mark. Das schöne Geld. Na. Gut, gut, gut. Jetzt schreib. Schreib.
Ja. Dass du keinerlei Ansprüche mehr an mich und meinen Sepp hast. Von mir aus. 1000, 2000, 3000. Das sind 9 dabei. 3000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind 4000 Mark. Da? Aber noch einmal will ich mich mit dem Sepp erwischen. Dann kannst du für was erleben, gell? Ist schon recht. Na ja. 4000 Mark. Grüß auf, Bauer. Wir zwei sind noch lange nicht fertig. Hä? Ah, fertig, Gott. Jetzt kommt nämlich erst Hauptsache. Jetzt hab ich 4000 Mark. Ich glaube, dass uns die Mutter auch nicht helfen kann. Was wir nachher machen sollen, weiß ich auch nicht. Kein Pfennig Geld daheim und du keine Arbeit. Hey, ist da wer? Da ist auch keiner. Na, wart mal lieber draußen. Ja, man setzt dich heute halt einmal hin. Wenn ich bloß dran denke, wäre schön, dass ich es früher gehabt habe. Ich hab mir's auch anders vorgestellt. Ein Hundsleben ist das. Ja, schön ist nicht. Dein Vater kann mir gestohlen bleiben. Das Geld macht nicht glücklich. Keinsam macht erst recht nicht glücklich. So ein Depp. Du meinen Vater nicht beleidigen. Er hat's gut gemeint. Auch wenn's wahr ist. Hätte ich bloß auf meinen Vater gehört. Und mich nicht heiraten, gell? Ach. Ich hab dich um kein bisschen weniger gern als wir zuerst. Hm? Gestern war ich im Holzschlag draußen. Nichts zu machen. Vor 14 Tagen gibt's keine Arbeit nicht. Aber so lange war der Gerichts, wollt ihr doch nicht. Tja. Dein Vater. Nichts unmerken lassen, der braucht nicht wissen, wie schlecht das uns geht. Müssen wir bloß so hören, dass er recht gehabt hat. Ja, da, schau her. Ihr seid's da. Ja. Es ist nett, dass ihr mal vorbeischaut. Ja, wir sind bloß ein wenig in den Haargarten gekommen. Oh. Na ja, da kommt nur rein. Ja. Oder? Was? Sowas? Komm da. Na, du rauchst aber eine gute Zigarre. Gut? Oh, du Schäbers. Ein 5-Pfennig-Graut ist. Na, da kenne ich mich aus. Die riecht wie ein Import. Was du jetzt sagst? Na ja, na, dann weiß ich auch nicht, du. Na, geschenkt gekriegt hab ich's nicht. Na, setz euch halt her. Na, wie geht's euch halt so, hä? Ich danke der Nachfrage, recht gut. So, so, recht gut. Ja, ich und die Burgel, wir sind recht glücklich. Mhm. Wenn man sie noch gern hat, nachher ist schon gut. Mhm. Ja, ich glaub, ist das Wichtigste. Ja, ja. Mir macht's nix weiß, wie es dickschädel ist. Lieber schnürt's am Bauch gut enger, bevor es zugibt, dass Geld im Leben doch so wichtig ist wie die Luft zum Schnaufer. Man kann auch viel verzichten. Was am früher, wo man noch ein Geld gehabt hat, unentbehrlich vorgekommen ist. Und man ist trotzdem zufrieden und glücklich. Ich kann's nicht mehr hören. Ich habe mal ein Buch über einen gelesen, der bloß in einem Fassel gelebt hat und trotzdem der glücklichste Mensch war auf der Welt. Na ja, wenn du lieber in einem Fassel lebst, als wie in einem schönen Haus. Auch recht, wenn du so rümpfig bist. Geh, Vater, reg dich nicht auf. Ich bin nicht dein Vater, das war mir noch nur. Ich fehl's ja am gesunden Menschenverstand. Jetzt sitz dich halt einmal hier und bleib hocken. Siehst du das, wenn du jetzt gekommen warst und hast gesagt, Vater,
Wir sehen uns nicht mehr raus, ich sieg's ein. Das Leben ist nichts ohne Geld auf der Welt. Na, hätte er gesagt. Dann hätte ich dir gesagt. Was hättest du dann gesagt? Ja, dann hätte ich dir gesagt. Dann hätte ich dir einfach gesagt. Dass, ja. Grüß dich, Gott, grüß dich, Mutter. Ich grüß dich. Grüß dich. Es ist schön, dass ihr mal vorbeischaut. Schon lange wollte ich zu euch nicht ein paar Eier bringen. Ja. Eier? Ja, zu was denn Eier? Denen zwar geht's doch so gut. Die sind so zufrieden und glücklich miteinander. Grüß Gott. Grüß dich, Zwickei. Was redst du denn da wieder zusammen? Denn jetzt zwei wird's auch nicht besser gehen als wir uns. Der Schorsch. Ja. Dein Sonntagsrock, der schaut ja sauber aus. Auf und auf voller Flecken. Gell? Wie gibt's denn das? Ja, was weiß denn ich? Und was ist mit dem Zettel, den ich in deiner Tasche drin gefunden hab? Ja, was denn für ein Zettel? Den vom Goldenen Lamm. Eine geschnittene Nudelsuppe, 20 Pfennig. Ein gefüllter Brustbraten mit Kartoffeln und Selleriesalat, ein Max 70. Ein Stück Torten, 50 Pfennig, 6 halbe Bier und 2 Brot. Guten Appetit. Also, wie ist jetzt das? Ja, wer ist jetzt das? Das ist. Was? Wie ist jetzt das? Ja. 6 Mark 30 Pfennig hat das Essen gekostet. Was bedeutet das? Hast du etwa. Okay. Ihr werdet doch nicht glauben, dass ich bei meinen lausigen Vermögensverhältnissen nicht. Ja, halt sie mich vielleicht für einen Zechbrüller. Hm? Für was ich die halt sage, ich dir lieber nicht. Ja. Der Zettel war in deiner Tasche. Ja, ich weiß gar nicht, wie der Zettel in meine Tasche reingekommen ist. Also, wie kommt denn der Zettel in deine Tasche rein? Ja, ich kann mich nicht besinnen. Ja, also, dass du das nicht mehr weißt. Nein? Joshi, geh. Weißt du das nicht mehr? Nein, weiß ich dass nicht mehr. Dass der gestern der Pfullinger Hans erzählt hat, was? Dass er in der Stadt drin war, und dass er eine Sau verkauft hat, und dass er danach dann im Lamm drin gegessen hat. Jetzt erinnere ich mich wieder. Und dann hat er zum Beweis die Titel gezeigt, ja. Und du hast die vergesächtigt. Ja, so war's, so war's. Ganz genau so war's. Sasa, der Pfullinger. Ja. Der liegt aber schon seit 8 Tagen krank im Bett. Was? Ach so ein armer Teufel. Also, ach so ein armer Teufel, nicht? Also, herein. Guten Tag. Brandner. Ach, der Herr Kassierer von der Bauernbank. Ja, das ist ja schön, dass er mal zu mir rausgeht. Herr Furtwängler, bitte um Vergebung. Ja. Sie haben doch heute bei uns die 2000 Mark. Ja. Bitte um Vergebung. Ja, bitte um Vergebung. Dabei muss ich Ihnen einen Hunderter zu viel gegeben haben. Ja, das stimmt ja nicht. Ich hätte ja nicht den Hunderter wieder zurückgezogen wollen. Ja, bitte um Vergebung, aber davon bin ich überzeugt. Ja, bei einem so solventen Kunden. Ja, ist schon richtig. Warten Sie einen Moment, ich bringe Ihnen den Hunderter wieder her. Halt, ist aber nichts mehr mit. Nur weil ich gerade des Weges kam. Ja, so, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also da haben Sie den Hunderter. Ja, bitte um Vergebung, vielen Dank. Ja, wollen Sie jetzt vielleicht schon wieder gehen? Ja, bitte um Vergebung. Ah, oh, schon. Das Auto wartet beim Wirt. Ja. Ich muss. Sie haben hinten rechts. Herr Furtwängler, auf Wiederschauen. Ja, schon gut. Die Herrschaften, ja. Küsst die Hände. Ja, ja, ja. Das ist schon gut. Also, was der noch alles beieinander hat, gell? Das jetzt da. Tja, Vater, so viel Geld. Vielleicht sollst du uns einmal was erklären. Hey, was bedeutet das? Ja, aber was bedeutet das? Ja, mein, das ist bedeutet, nicht wahr? Ja, ich meine, das bedeutet. Geweiht, das Geld gehört ja gar nicht mir. Nicht dir? Nein. Ja, wegen dem Nachhut? Ja, wegen dem Nachhut. Ja, dem nachher, ne, das Geld gehört. Und das gehört. Ja, das Geld gehört ja dem Dings, dem. Das gehört ja mir. Was? Ja. Wie ist der so lang?
Dir? Ja, das gehört ihm. Geh, das glaubt er doch mehr. 2000 Mark. Ist schon schön. Ja, so wie er sagt, stimmt. Ja, ja, das ist es. Und wie kommst nachher du auf einmal zu so einem Haufen Geld? Ja. Ja, mei. Ja, mei, ja. Also, wie kommt man denn zu so viel Geld, ich meine? Na, Herrschaft, Zeit! Gib dir zu so viel Geld! Zum Kamin wird es nicht runtergekommen sein. In der Lotterie. Hm. Ja. Also, ihr seid schon so eine selten-damische Gesellschaft. Ne? Ich meine, wie kommt denn unser Ort zu 2000 Mark? Ja. Ja. In der Klassenlotterie, aber es bin ich was denn sonst? Ja, ja. Ja. Ja, und da, der Furtlinger, der hat mir es von der Bank abgeholt. Ja, so ist es, wie er sagt, so ist es. Schorsche? Du kannst mir es eigentlich gleich wieder geben. Nein, pass auf, ja. Ich heb dir das ja gern auf. Das braucht's nicht mehr. Ja, ja. Ich heb das gern ich auf. Du kannst mir schon geben. Ja, so. Ja. Damit decke ich nämlich jetzt mein Dachl rein. Das braucht schon lang. In was für einer Klasse hast du jetzt den Treffer gemacht? In was für einer Klasse? Haben wir den Treffer gemacht? In der ersten. Blödsinn. In der Klasse natürlich, die so die letzten Tage gezogen ist, ne? Ja. Du. Fäsche? Ja. Ich lade dich ein. Ja? Auf ein Maß Bier. Ach, das ja. Nehme ich gleich. Ja, das ja. Ist gut. Du, ja, weißt du, was du gut besorgt hast? Für dich. Ich glaub, wir brauchen jetzt alle einen guten Kaffee. Mutter, warte mal. Das, was die zwei uns da auftischt haben, das ist alles ein Schwindel. Geh, wie kommst du denn jetzt da drauf? Glaubst du wirklich? Ja, wir werden jetzt da wohl drauf kommen. Grüß euch alle miteinander. Moderl, ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Du, selbst stell dir vor, der Zwicknagel hat 2000 Mark in der Klassenlotterie gewonnen. Was hat der? Wann hat denn der die gewonnen? Na ja, jetzt in der Erziehung. Geh, jetzt ist ja gar keine gewesen. Ich spiel doch selber auch. Die letzte Ziehung war vor einem Monat und die nächste ist erst wieder im 14 Tag. Also, hab ich jetzt recht oder nicht? Und das Geld von der Bank, das gehört am Vordern. Und er und nicht der Pfullinger, der seit 8 Tagen krank im Bett liegt, hat im Lamm so nobi gespeist. Der raucht die feinsten Zigarren und uns möchte er weismachen, dass er es schön gekriegt hat. Ja, du meinst doch nicht etwa. Nix anders, meine ich. Unser Vater hat sein Geld gar nicht verloren. Ja, aber warum soll der denn so einen unchristlichen Schwindel machen? Um euch am eigenen Leib spüren zu lassen, dass ohne Geld nichts ist auf der Welt. Und uns lasst er seit 2 Monaten nichts mehr Kartoffeln fressen, ich kann speien. Ihr habt es doch nicht anders haben wollen. Wie oft hast du deinem Vater vorgeworfen, dass er so viel Geld hat? Das leugnet ihr nicht, das ist zwar zwecks der Burgis. Aber nach der Hochzeit hat er mit seiner Komödie aufhören können. Aber nein, wir haben die Hungerkur bis jetzt. Der Vater hat gewiss was gut gemacht mit euch und wollte euch nur zeigen, dass ihr das Geld wieder besser schätzen lernt. So, jetzt geht's wieder aus in den Kich, trinken wir einen Kaffee. Das ist der Buchwieser. Ja, Vater, was machst du denn da? Der Buchwieser, grüß dich. Auf die haben wir ja ganz vergessen und? Hat's geschmeckt? Ja, schmeckt auch immer noch. So, jetzt kannst du mir mein Geld wieder geben, da kann ich es aufheben. Was ist denn für ein Geld? Ja, die 2000 Marken. Die ich in der Lotterie gewonnen hab. du mach fein keine Geschichte, außer mit dem Geld, ja? Schau weiter. Schöschi, da müsste ich leider deine Verwandtschaft aufklären, dass dies mit ihrer Lotterie ein Schwindel war. Du, und überhaupt, mach keine Geschichten. Okay. Schau, du, das Gescheiteste war wirklich, ich bald das Geld. Du tust halt den alten Spezi kurz weg. Mein Dachl braucht wirklich neue Decke. Das kann schon sein. Aber denk gut nach, ob es sich lohnt, dein Dachl.
Wie meinst du das? Also, ich box. Vierte, ich geh. Ich mein, bevor du das mit der anders überlegst. Hä? Vierte. Das liebe Geld. Scheiß Geld. Oh mein Zwicker, der deppert's doch, ist ja mehr wie dein bester Freund. Und mich wundert's, dass ich nur lach, nach einer solchen Schmach. Was zieht so saudamisch in mein Herz? Das ist ein nie gespürter Schmerz, wenn man sein Spätzl verliert. Wer weiß, was mir noch alles blüht. Es ist noch kein Termin angesetzt. Spekulierst du etwa du drauf? Ja, könnt schon sehen. Sechs Bims Lechner, du hast doch allweil geredet. Du bist mein bester Freund. Ja, ja, das sehe ich schon. Naja, da meine ich halt, in der Not muss sich der Freund bewähren. Wie meinst du das? Naja, ich stell mir halt vor, dass man aushilft, wenn der Freund in die Not kommt. So. Geld hast du auch genug, dass du einen wieder auf den Fürst bringen kannst. Ich appelliere an deine Freundschaft, die du im Maul gehabt hast, wie ich noch reich gewesen bin. Freundschaft, ich komme ja nichts mehr innen. So. Verlass dir auf einmal das Gedächtnis, seit ich kein Geld mehr hab. Warum hast du denn alles verspekuliert? Du, ich komme noch nur auf Sinne, dass mein Dirndl und dein Bub heiraten hätten sollen, aus Lieb, wie du da weggesagt hast. Naja, ich hab dem Dernl jetzt eine Abfindung gezahlt, weil der Bub nicht heiratet. Und damit ist der Verspruch aus der Welt geschafft, ne? Du, was hast du? Du hast beim Dernl eine Abfindung gezahlt? Ja, das glaubst du. 4000 Mark war mir der Schwindel wert. Ja, und damit meinst du, ist alles erledigt? Der Dirndl war mit einverstanden und euch bin ich nichts mehr schuldig. Mein Dirndl ist kein solches Frauenzimmer, bei dem man Gemeinheiten mit Geld gut macht. Das merkst du, du Hame, du ganz Ausgeschandter. Ja, was erlaubst du dir denn, du Hungerleider? Wie Hungerleider, ha? Was Hungerleider? Ich leicht. Die kauf ich mit meinem Geld noch 10-mal zusammen, du Batze, du Windiger. Mit was für dem, ha? Mit dem vielleicht? Was habt ihr jetzt zwei? Der Furtbringer möchte mir mit seinem Geld imponieren, das er mal gehabt hat. Vielleicht habe ich bald mal wieder mehr Geld wie du. Ja, da muss aber schon ein Wunder geschehen, gell? Und bis dahin sind wir zwar fertig miteinander. Sepp, du bist ein anständiger Mensch. Bei dir ist der Apfel mal ausnahmsweise weit vom Stamm gefallen. Sag mal, warst du einverstanden, dass dein Vater dich von der Moni losgekauft hat? Mein Furtbringer, der Vater will es halt nicht leiden, weil es so gar nichts hat. Und dein Lieb? Wenn's bloß ein bisschen was gehabt hätte, nicht Vater, dann hätt's nicht nein gesagt, gell? Ja, das stimmt. Aber die Geschichte ist ein für alle Mal erledigt, gell? Außerdem kriegt er mein Bub noch eine, die nicht mit Ladehänden kommt, ne?
Freilich, ich hab sogar schon eine, die was mitbringt. Was du jetzt sagst? Wie viel? Ja, so 3.000-4.000 Mark werden es schon sein. Und ehren tut's auch einmal. Sogar recht viel auch noch. Und ein liebes Mädel ist. Und brav. Und ein G'schau hat, dass einem ganz warm wird ums Herz. Hm. Ja, mei. Du hast ja aber schnell gedresst. Und gern haben, du ist ganz, ganz närrisch. Und das ist doch die Hauptsache, nicht Vater? Du selber hast doch allweil gesagt, ich soll nur aus Liebe ein Mädel zum Weib nehmen. Anders ist's nicht gut. Ja, das sag ich noch. Liebe gehört zu einer Ehe, sonst ist nichts, ne? Und bringst das mit, das Geld gleich? Das ist ganz sicher, da feit sie nix. Bar in der Hand. Ja, na? Ja, da hab ich nichts dagegen. Du bringst doch einmal vorbei, dass ich mal so schauen kann. Vater, ich hab sogar schon mitgebracht. Sie wart draußen. Ja, dann rein mit. Macht seine Heiratsgeschichten woanders aus und nicht bei mir. Wir sind ja gleich fertig, Furtwängler. Kann doch meine Braut und Vater nicht auf der Straße draußen suchen. Schaut, Vater, das ist. Was bedeutet denn das? Moni! Na ja, die Moni bringt 4.000 Mark mit in die Ehe. Jetzt kannst du nichts mehr dagegen haben. Nein, so haben wir nicht gewicht, gell? Du hast mir versprochen, dass du auf ihn verzichtest. Ja, das stimmt. Aber der Sepp hat nicht verzichtet. Er ist zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob ich jetzt ein Weib werden möchte. Jetzt, wo ich ein bisschen Geld hab. Ja, und dann hab ich ja gesagt. Warum hätte er mir einen Korb geben sollen? Ja, aber das geht doch nicht. Was geht nicht? Der alte Verspruch ist aufgekommen. Und dass ich damit einverstanden bin, dafür hast du mir 4.000 Mark geben. Aber dass der Sepp wiederkommt und um mich freut, jetzt, wo er geht hab, ist doch eine ganz neue Situation. Und hab mit der alten Geschichte gar nichts zum tun. Die ist Geschichte weg. Vergiss nicht, Vater, was du gesagt hast. Ein jedes Mädel ist die Rechte, die was mitbringt. Und das Monal bringt 4.000 Mark mit. Und in Grimpig hab ich die 4.000 Mark auch noch selber gegeben. Na, was ist jetzt, Vater? Stehst du jetzt zu deinem Wort? Du hast doch gesagt, dass sie ja noch was erbt. Was soll denn die Moni erben? Sie hat noch einen Verwandten, der viel Geld hat. Hast wieder gelauscht, hä? Da weiß ja gar nichts davon. Ja, du wirst noch mehr nicht wissen. Also, was ist jetzt, Bimslechner? Oder wärst du wieder wortbrüchig? Also gut, von mir aus. Aber die 4.000 Mark werden dem Heiratsgut angerechnet, gell? Ist ein Wort. Auf geht's, Monal, jetzt wird geheirat. Auseinander, sag ich. Jetzt geb ich meine Einwilligung nimmer. Aber Vater. Ja, aber das. Also, Schorsch. Auseinander. Das Mädel von einem Hungerleiter steht nicht an für so eine vornehme Familie, wie es die Bimslechterischen sind. Und dem gibst du die 4.000 Mark zurück. Ist das dein Ernst, Vater? Ja, wenn wir Furtwängler auch kein Geld nimmer haben. Unseren Stolz haben wir noch. Gott sei Dank. Aber Vater. Nix, aber. Das Geld gibst dem da zurück. Her damit. Ich tu, was der Vater schafft. Er wird schon wissen, was er sagt. Da. So, jetzt hab ich mein Geld wieder. Und die bin ich los. 1.000, 2.000, 3.000, 100, 200. Das haben wir ja sauber aufgesessen. Aber das ist dein Vater schuld. Aber jetzt schieb nicht alles auf meinen Vater. Ja, auf den meinigen kann ich's doch nicht schieben, wie der ja gesagt hat. Red nicht schlecht über meinen Vater, das mag ich nicht. Nein. Aber wenn das wirklich wahr ist, dass der sein Geld gar nicht verloren hat. Psst. Sondern uns alle bloß tratzt. Da weiß ich vielleicht nicht mehr, was ich sagen soll. Nicht so laut, Sepp. Der Vater darf doch nicht wissen, dass wir's wissen. Also das geht über meinen Verstand. Grüß euch. Grüß euch. Und, was habt ihr in der Stadt erfahren? Wo ist denn der Vater? Oben. Also, unser Vater hat sein ganzes Geld noch. Ja, das ist nicht schlecht. Und eigentlich lässt er fast verhungern. Fix euch. Also, was habt ihr genau erfahren? Also, ich und die Burgel haben den Kassier von der Bauernbank aufgesucht.
Weißt du, der ist kürzlich da gewesen. Ja. Und habe ihm vorgejammert, dass unser Vater sein ganzes Geld verloren hat. Und dann? Als Lacher hat er angefangen. Und nachher hat er gesagt, ich wünscht, ich hätte so viel Geld auf der Bank wie euer Vater. Er hat bloß so da, als ob er sein Geld verloren hat, um uns zum zeigen, dass es ohne Geld nicht geht. Und er hat recht gehabt. Wie lange soll das Gespür aber noch weitergehen? Wie lange will ich das noch weiter treiben? Da muss was geschehen. Uns zwei lasst ihr auch nicht heiraten. Einen Streich müssen wir ihm spielen, so wie er uns angespielt hat. So wie er uns gezeigt hat, dass ohne Geld nichts ist auf der Welt, so müssen wir ihm jetzt zeigen, dass es im Leben auch Sachen gibt, wo es Geld auch nichts hilft. Genau. Ihr müsst alle vier sterben. Aber Mama! Ja, ich danke schön, da warte ich vielleicht schon noch ein bisschen. Begreift's denn das nicht? Der Vater wird sich Tor ausreißen über euren Tod. Nichts nutzt ihm das schöne Geld. Er kann die und die Monen immer lebendig machen und wenn er eine Million gelegen hat. Weißt schon, Mama, aber. Hör ich zu, ich bin ja noch nicht fertig. Der Buchwieser wird sagen, das war alles nicht passiert, wenn sie Geld gehabt hätten. Der wird nicht mehr übers Geld schimpfen. Das freilich nicht, aber. Und dein Vater Sepp, den wird das Gewissen beißen, weil er euch zwei wegen dem Geld nicht heiraten hat lassen. So hat er jeder seinen Teil. Okay, Mama, da haben wir doch nichts mehr davon, wenn wir gestorben sind. Ja. Mann, was nutzt mir das, wenn mein Vater das Gewissen beißt, wenn ich tot bin? Also, Mama, auf den Einfall brauchst du wirklich nichts einbeuten. Ihr sollt doch auch nicht wirklich sterben. Sag mal, habt ihr denn mir noch nie was vom Romeo und seiner Julia gehört? Na, was ist denn das für ein Heiliger? Du, mein Bub, das ist kein Heiliger nicht. Ganz im Gegenteil. Der war ganz närrisch in sein Julia verliebt. Hm? Also, derselbige Romeo und sein Julia. Ja, also, die zwei, die haben nicht zusammengekommen können, weil die beiderseitigen Familien, die Anquilotti und die Comaccio, einander nicht schmecken haben können. Um jetzt die halsstarrigen Angehörigen wieder umzustimmen, haben die zwei nur zum Schein ein Gift genommen, weil sie gemeint haben, dass über ihrem angeblichen Tod und über ihre Leichen sich die Anquilotti und die Comaccio wieder aussöhnet hatten. Dann waren die zwei aufgestanden und hätten sich als Verlobte empfohlen. Ja, und dann? Ja, dann ist allerdings was dazwischen gekommen. Die zwei, die haben ein echtes Gift erwischt und so ist die Geschichte traurig ausgegangen. Was du alles weißt. Ja, mei. Musst du weniger ins Wirtshaus gehen und dafür mehr lesen. Ja, wir sollen das jetzt genauso machen. Na, den traurigen Schluss, den brauchen wir nicht. Bei uns geht die Geschichte schon gut aus. Also jetzt pass auf. Ihr nehmt jetzt nur zum Schein ein Gift. Wenn euch jetzt eure Väter so als ein toter Darling sehen, dann werdet ihr das bitter bereuen, dass euch so schlecht behandelt haben. Aber wenn es soweit ist, stimmen wir wieder auf. Ja, freilich. Aber der ausgestandene Schreck, der wird dir die Zeitlebens eine große Lehre sein. Das machen wir. Ja. Das gibt eine Mordsgaudi. Also, ich schau jetzt, dass der Vater für eine halbe Stunde aus dem Haus kommt. In der Zwischenzeit macht euch ihr zum Stern parat, gell? Da bin ich voll neugierig, wie unser Toter ausschaut. Jetzt, du besorgst eine Giftflasche. Was denn für eine, wie groß? Ja, ohne für vier Personen halt. Vier Personen, immer. Ohne, du bringst ein Papier nicht hin. Dass du jetzt auf unserer Seite bist, sonst hilfst du immer zum Vater. Das tue ich jetzt auch noch. Bei Recht hat er ja. Aber er hat mich geärgert. Er hätte mich zumindest ins Bild setzen müssen. Das zahle ich ihm jetzt zurück. So, jetzt riecht ihr was her, damit ihr euer Gesicht ein bisschen blass schminken könnt. Ein Mei oder so. Ah, ja. Komm, Burgl, komm. Ist recht. So. Ja, was soll denn ich tun? Ja, du Sepp, du gehst jetzt heim zu deinem Vater und sagst, er soll in einer halben Stunde rüberkommen. Der Furtfängler hat ganz was Wichtiges mit ihm zu reden. Ja, gut, ist recht, mach ich. Ich werde ihm gleich sagen, er soll seinen schwarzen Anzug anziehen. Ja, Freilich, sei so gut, da ist er gleich was gespannt. Ja. Das muss schon echt ausschauen. Das Gruseln müssen die kriegen. Aha. So hat das schon ein Gesicht. Gift. So. Wenn einer jetzt nicht anders wird unter dem Brustfleck, dann ist einer nicht mehr zum Helfer. Was fährst denn so auseinander? Hast leicht was zum Verbergen? Ich hab mir bloß was aufgeschrieben. So. Aha. Und was das Verbergen angeht, da darf ich an deiner Stelle ganz stark sein. Ja, dann möchte ich den Rest auch noch wissen, wenn es gar so spassig rätzt. Ja,
Den Rest, den erst dann schon noch inner werden. Mhm. Da, im blauen Ochsen da hast du frisch angestochen. Lass mal mehr Ruhe, ich hab keinen Durst. Ein Bierl ist das, ein Bierl. Lass mal mehr Ruhe mit deinem Bierl. Du, was willst? Da. Da hast du die 2000 Mäkel wieder. Das tut mir leid, was ich da gemacht habe, und das war nicht richtig. Ich hab mir gedacht, du musst dein Dachel decken. Ja, das schon, aber nicht auf die Art. Ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, aber du hast bei mir was zugesteckt. Du warst bei mir ein guter Freund und obwohl du der reiche Fortwickler bist, hast du nie was angehen lassen. Es tut mir leid, was ich da gemacht habe, und ich bitte, nimm's. Eigentlich müssen wir das jetzt auch nicht schmieren. Aber vergeben gehört auch zur Freundschaft. Magst keine Angst nicht haben. Freund lassen Sie nicht im Regen stehen. Der Dachdecker ist mir sowieso noch was schuldig, der Dachel wird schon deckt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Na, halt das mal. Der Vater. Der Buchwieser hat umgeschickt. Sei Kuh ist krank. Du sollst rüberkommen zu ihm, geschwind. So? Ja, dann muss ich geschwind umschauen, was los ist. Hoffentlich fällt nicht so weit. Du, was am gescheitesten, wenn ich mitgetan? Veterinärmäßig kenne ich mich recht gut aus. Ja, von mir aus. Ist nur zum Desinfizieren. Ja. Sollte dann vielleicht drum? Nein, lieber nicht. Vierte. Vierte. Gott sei Dank hast du es weitergebracht, und zwar. Du hast ja gehört, da ist die Flaschen, ist die recht? Ja, die ist recht. Kirschwasser, ja. Das war das richtige Gift. So, jetzt braucht man noch einen Papp. Ich hab keinen. Ja, gut. Da am Fliegenbandel, da ist nur Leim drauf. So, pass auf. So, jetzt. Na? Was sagst du jetzt da dazu? Also Mutti, ich glaube, das Verrecktsein, das habe ich von dir. Moni, Burgl! Brauchst du Angst am Burgl? Mutter macht schon alles, das richtig wert, gell? Verlass dich nur auf mich. Also, der Vater hat gesagt, der kommt gleich rüber. Gut, dann gehen wir so. Halt, zuerst nur den Abschiedsbrief. Sepp, sitz dich hier und schreib. Komm, hier ist das Gesicht bald machen. Was? So. Was soll ich nachher da schreiben? Geliebte Eltern. Jetzt schreibt der Geliebte ohne H. Das ist ja richtig. Also, mein Lebtag schreibt mir das mit dem H. Jetzt macht's halt einmal weiter, sonst kommt der Vater, haben wir sind noch nicht da. Jetzt schreibt. Wir scheiden gemeinsam aus dem Leben. Jetzt lassen wir ihn, wenn er schreibt. Aber er muss doch auch weiß werden. Aus dem Leben, weil es. Halt nicht ist. Weil ihr. Ihr. So hart. Herzig? Achtkerzig? Hartherzig, mein Gott, achtkerzig. So. Hartherzig mit und. Er ist auf, ha? So. Mit uns seid. Uns
Sei. So, jetzt alle Namen drunter. Mhm. Sepp. Moni. Moni. Hirs. Hirs. Burgel. Burgel. So. Teres. Mein Gott, mit dem hast du noch viel Arbeit. Ich stirb doch nicht mit. Mir weiß es irgendwo. So. Die Flaschen mit dem Gift, die stellen wir jetzt da her. Den Zedel daneben. So, jetzt pass auf. Jetzt legt er hier alle vier am Boden hin. Wohin? Am Boden hin, immer schön paarweise. Auf den Boden? Eng umschlungen. Ja, auf den Boden, geht's ja. Er kann die nicht im Sitzen stehen. Jetzt auch. Ja, Sepp, komm du auch. Ach so, ja. Leg die hin. So, jetzt auch. Genau, da ist gut. Bisschen zurück. So, jetzt auch. Leg die her. So, komm. Geht's ja. Doch nicht so, andersrum. Jetzt auch. Eng umschlungen, gell? Okay? Das ist ein ganz schön hart auf dem Boden. Mama, bring uns ein Kissen. Freilich, so muss nichts mehr. Wenn sich jemand vergift, legt er sich auch nicht zuerst ein Kissen unter den Kopf. Nein, 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 nein. Die Geschichte muss schon echt ausschauen, gell? So, jetzt holt euch statt Augen zu und nicht mehr rühren. Sepp, mach halt kein so ein lustiges Gesicht, da ist der Tod. Ich freu mich halt. Auf was jetzt schon? Auf die Auferstehung. Also, hört's auf. Hier lass den Burgel stehen, glaubst du das? Nein. Der Burg kann nicht einmal sein Todes passieren sein lassen. Mei, wir sind nicht schon im Himmel. Ja. Halt, jetzt kommt der Vater. Ich glaube, es ist gescheiter, wenn ich erst später erscheine. So, also, halt euch halt statt. So ist gut, ja. Also sowas heißt möchte aber. Ich möchte aber doch wissen, wer mich zu dir rübergeschickt hat. Ja, ich schon. Was ist denn da los? Hä? Was ist denn das? Wirklich was? Jesus, Maria und Josef. Ja, da schau ich hin. Gift? Was? Da? Das. Was hat denn das zum Bedeuten? Die werden doch nicht. Da schau ich. Da steht, sie haben sie umgebracht wegen uns. Also eine solche Dummheit. Eine solche Dummheit! Also das ist so eine dumme Mörder. Mein Bruder. So, da bin ich. Was gibt's da? Schau, das Unglück. Das Unglück. Ja. Gottes Christi, Himmel, Willen. Vergift haben sie sich. Alle vier. Vergift. So ein Dummes. Weil wir so hartherzig sind, da steht's. Nein. Weil so hartherzig. Ja, so eine Dummheit, das ist eine Dummheit. Ja, was ist denn? Kirschwasser. Nein. Und der Stopst ist einer drin. Oh. Na, warte. Ei, hey. Hey, Bub. Ja, mein einziger Bub. Ja, so ist es. Zu hartherzig waren wir. Ja, von mir aus hätte die Moni ruhig heiraten können, aber du warst dagegen, ne? Ja, jetzt nicht dein ganzes Geld verspekuliert. Also, jetzt war ich wieder an allem schuld, ha? Oh, was ist denn geschehen? Fräsel, Unglück ist geschehen, fast ich. Oh Gott, des Himmels wohl. Klärt schon. Ja, wie konnte das Entsetzliche passieren, ja, Kinder? Ja. Vergift haben sie sich, weil wir so hartherzig sind. Hat sie es jetzt glücklich in Tod nein drin? Nein, ich nicht. Mach dich du nicht schöner, als wir es bis Bims Lechner, gell? Du hast ja doch nie genug Geld gehabt. Du warst doch Zeit deines Lebens, warst du ein Ruch, du hast immer bloß auf dein Geld geschaut. Ja. Aber deswegen hätte mich doch der Himmel nicht so straffen müssen, ne? Der Himmel tut was, ein Mann. Ja, der Himmel. Und du? Ach, wieso? Ich kann nichts dafür, gewiss nicht. Okay, sei doch du statt. Das Geld hast du immer veracht. Hast immer so da, als ob das Geld für nichts gut war. Arm hab sein müssen, der Hirs und die Burgen das heiraten haben dürfen.
Hungerlein hab's müssen. Siehst du, jetzt sei was für ein Depp, dass du was, hä? Ja, ja. Ohne Geld ist auch nichts auf der Welt, was ich sprechen kann. So, und jetzt komm ich zum Hauptzünder. Ja, du meinst also mich, schau's doch an, wie's da liegt. Ja. Kannst du es jetzt mit deinem vollen Geld wieder lebendig machen? Na, wer weiß? Red nicht so sündhaft daher. Alle vier sind jetzt im Jenseits. Aha. Und wenn's eine Million hier legt, kommen wir nicht mehr zurück. Das käme erst drauf an. Hä? Und jetzt, wo ich reden. Es hätte es ja gar nicht nötig gehabt, meine lieben, armen, toten Hascherl von dem Gift, was euch eure Mutter hergerichtet hat, zu trinken. Es war doch deine Idee, gell, Mama? Ja. Ich hab euch ja bloß zum Narren halten wollen, euch bloß beweisen wollen, dass Geld da im Leben wichtig ist, aber nicht Hauptsache, gell? Ja, ja. Recht hat er, ich seh's jetzt ein. Ich hab mein Geld gar nicht verloren. Was? Nicht verloren? Nein. Und wenn's jetzt noch am Leben was, meine armen, lieben, toten Hascherl, dann kriegt ihr jeder so viel von euch, dass gar nicht mehr dran denken, dass ein Gift's nimmer. Aber leider. Ach, mir so, leider. Was denn? Was ist das? Siehst du das, wie es was vom Geld gehört haben, sind sie lebendig geworden. Merkst du jetzt, was geht alles kann? Hä? Ja, hast denn du das gewusst? Ja. Und wenn's euch nur einmal vergiften sollt, dann müsst ihr erst aus der Flasche mit dem Stopselzirger einen Stopsel rausziehen. Denn aus einer Flasche, die so fest zugestopselt ist, hätt's ja gar kein Gift kriegen können. So, meine haben wir uns selber blamiert. Ja. Was heißt jetzt da schon blamiert? Nein. Blamiert haben sie da ganz andere. Ich mag jetzt da bloß keine Namen nicht nennen, gell? Aber das muss doch heißen, dass euch das Spiel mit dem Romeo und der Julia Nermans besser inszenieren hat können als wir. Nein! Aber das mit den Flaschen, das hat nicht ganz gestimmt. Ja, Meisa, kleinere Skifehler kann schon mal passieren. Ja!